Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, wir haben recht viele Kämpfe momentan mit den Nords. Das ist sehr gut. Wir haben den Swardin recht gut geholfen. Und jetzt gehen wir mit dem Reis weiter. Und wenn er uns dann nicht mehr braucht, tun wir bei Bravo noch die Steuern einzahlen. Steuern aus Ding. Müssen sie ja eintreiben. So, Dele. Du bleib doch mal hier, König Herlas. Du kannst doch den Braun gut schützen. So. Okay, also Kraft. Ja. Gut. Da ist jemand da. Scheinbar ist hier jemand. Deshalb. Ja, den können wir jetzt nicht retten. Der stirbt wahrscheinlich. Tja, so schnell kann es gehen. Ja. Ja, Riz wurde gefangen genommen. Das sieht schlecht aus. Da drüben ist auch ein Kampf. Ja, da müssen wir helfen. So, ich bin jetzt Kommandant. So, wir müssen dorthin gehen. Also können wir auch angreifen. Wir haben keine Chance. Auf dem Schlachtfeld sieht immer so locker aus. So. Ja, haut doch ab. Nein, wir treffen nicht. Jetzt haben wir getroffen. Ja, okay. Es ist zu weit. Da haben wir zum Beispiel einen, der sich recht ausschweift. Das ist ein gefundenes Opfer. Und wir haben immer noch dieses Wir müssen ein besseres Schwert finden. Oder eine Stangenwaffe, die Zweihand ist. Ja, wir haben wieder natürlich keine Verluste. Mann, jetzt will ich mal Verluste haben und dann geht's nicht. Das sind recht viele Bogenschützen. Ablenken, jetzt haben wir mal einen Langknechtspage. Hey, nerv mich nicht, bist du der Boss oder was? Komm, Bauer, greif ihn an. Jetzt gut. Was haben wir getötet? Nords Kulveseir. Und Nordgesind. So, was haben wir Verluste? Wir haben hoffentlich nicht schlimme Verluste. Also, Sklavenjäger ist mir egal. Landsknecht, Page ist mir auch egal. Jägerin ist mir egal. Die anderen sind verwundet. Gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Hä? Zwei. Es war die Folge, zwei getötet. Hä? Wir hatten Glück, dass ihr in der Nähe wart. Das passt irgendwie nicht hier rein. Okay. Ja, schafft es zu fliehen, der schafft es immer. Ich gebe auf, ihr habt gewonnen. Verflucht sei dieser Tag. Ihr seid nun mein Gefangener. Ja. Ja, das ist klar. Ich will aber Gefangenen haben. Nein, wir werden keine. Ja, die sind sowieso zu teuer. Gefangen nehmen, sehr schön. Ah, tut das gut. Jägerin wird mal berittene Scharfschützin. Vulgier wird Ding, Edelknecht. Gulam. So. Und sonst scheinbar nichts. Bonus, eine fürstlich grüne Pelzrüstung. Okay. Fürstlich.
Ah, das sind sehr gute. Oh, das sind so wie Set-Gegenstände. Also recht gute Sachen. Angel, Langschwert. Vielleicht, wie ich den Guten getötet habe oder so, der Mitspieler den Ding getötet hat. Den Boss. Also den General. So, ist er auf Stufe 13 aufgestiegen. Sehr schön. Dann machen wir hier mal Leveln hier. Chimera. Du bist sehr schlecht. Also dann machst du mal Intelligenz und machst mal etwas Anständiges, zum Beispiel plündern. Nein. Mit Intelligenz ausbilden. Machst du ausbilden? So. Weil die sowieso nicht lange drin bleiben wird bei mir. Die haut sowieso ab, weil sie sich bedroht fühlt. Und weil du hast bei Athletik, Reiten und so recht gute Sachen. Ich mache mal auf Stärke, dass du Eisenschwertes kriegen kannst und hier auf Bogen schießen. Sehr schön. Hast du einen Bogen? Hast du einen guten Bogen? Ja. Sie hat gar nichts dabei gehabt. So, dann haben wir hier noch nichts mehr zum Ausbilden. Dann Moons ausbilden, indem wir Charakter gehen. Ich möchte jetzt Richtung Charisma gehen und hier Führungskraft ausbauen. Hier oben müssen wir jetzt nicht genau so schnell das machen, ausbauen. Deshalb möchte ich jetzt eher für das Trupp sorgen. Gut. Wir gehen mal nach Praven und schauen mal Buchhändler. Sollen wir ein Buch kaufen? Was machst du hier? Ja schon, aber was machst du hier? Hä? Ist das ein bisschen verbuggt oder was? So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Den können wir nicht verkaufen. Oh, da hat eine 308 gegeben. Sehr schön. Toll. Ich möchte gerne beim Buchhändler ein gutes Buch finden. Heilkunstchirurgie auf Charisma. Das ist recht teuer. Nein, da muss ich noch Geld verdienen. Gut. Dann hier mal ein bisschen verkaufen. So, dann haben wir wieder 100. Wir brauchen also auch noch ein bisschen Brot oder Nahrung. So, und zwar teures Brot. Nein, danke. Bei der Burg ist auch nichts. Das mit dem Steuern werden wir noch nicht machen. Wo ist denn Harley aus Hollywood? Hier. Oh Gott, oh Gott. Wir verteidigen diese Stadt hier noch ein bisschen. Ja, genau. Gewinnen mal ein bisschen. Hoffentlich haut er ab oder so. Wir werden viele Verluste haben, wenn wir jetzt reingehen. Okay, er schafft's. Sehr schön, aber ein bisschen schneller vielleicht. Glück gehabt. Ah, die könnten wir jagen und angreifen, aber die sind zu stark, müsste ich schauen. LOL! Habt ihr das gesehen? Riese wurde befreit noch. Was ist denn das für ein Wachtrupp? Swadische Bauer. Ich will doch den nicht angreifen. Und wo ist der Bauer? Hey, ist das Game jetzt so extrem verbuggt? Shit. Jetzt muss ich mal schauen, wenn die das einholen. Was dann passiert, ob dann wieder so schnell geht. Die greifen wir mal an. Wir sind schneller als
Ding. Okay, jetzt geht's nicht so schnell. Die fliehen sogar nochmals. Okay, Waffenstillstand zwischen Kanat Kergit. Man nennt mich Moniko Basler. Merkt euch diesen Namen, denn ihr werdet nicht noch viel von mir hören. Ich bin Heresis Eilich, Vasall von Königreich Nordmen und Fürst von Aleiden. Seit ich hörte, dass ihr Hersir Dirigum besiegt habt, ist es mein innigster Wunsch, mit euch die Schwerter zu kreuzen. Okay, dann kämpfen wir mal. Ergebt euch oder sterbt. Geht zum Schlechtfall. Nur zwei Soldaten. Okay, greifen wir an. Greifen wir an. Nur zwei Soldaten. Irgendwie ist das Spiel momentan ein bisschen überfordert mit meinen Sachen. Das ist so cool. Der hat ungefähr 40, habe ich gesehen. Was ist denn los? Oder sind die anderen am Schlafen? Vielleicht sind sie am Schlafen. Ich habe ihn nicht erwischt, aber schon gut. Pferd erlitt null Schaden. Oh. Er schafft es zu fliehen. Ihr habt euch heute euren Namen verdient, oh Tapfere. Und Palantios Manthild auch, das mag ich. Sie sind die Lieder ihres Volkes, wenn sie in die Schlacht schreitet. Was eine Künstlerseele wie das meine anspricht. Und obwohl ich normalerweise diese Scheue der Amazone vorziehe, muss ich gestehen, dass sie mir die Weiblichkeit nicht entgangen ist, die sie versucht, unter ihren martialischen Gebaren zu verbergen. Wohl wahr, sie ist etwas distanziert auf dem Marsch und im Lager, aber vielleicht können meine schönen Worte das nordische Eis um ihr Herz schmelzen. Sehr schön. Gut. Wir haben nichts. So, jetzt haben wir denn eine riesen Niederlage gegeben. Jetzt hoffentlich ist Ding wieder gut auf. Ries. Ich möchte da nochmals speichern. So. Dann schauen wir doch mal, ob der zu Hause ist hier. Nein, da ist nur der König. Das ist eine Wache. Wo ist denn der Ries, Herr König? Ich brauche den Ries. Ihr habt also die Klinge mit den Halunken gekreuzt, den sie Hersir Eirich nennen, und seid der Sieger aus hervorgegangen. Ich bin sehr froh, das zu hören. Wer soll der Marschall werden? Klagus. Okay. Fragen? Ries. Da. Der Chorios, der ist weit weg jetzt plötzlich. Okay, der ist gar nicht mehr Marschall. Dann machen wir mal mit den Steuern. So, schauen wir mal. Tilimsal wurde verliehen. Okay, weiter. Aha, jetzt bekommen wir das über 2200 Dinare in Silber, wenn wir Hersin Dolophan verkaufen, den wir eingenommen haben. Ich bin nicht auf Geld aus. Was passiert da eigentlich? Oh! Okay, von mir aus mit den Nords will ich sowieso nichts machen. Sie sollen mir mehr geben. Fertig. Sie sollen mir mehr geben, dann vielleicht. 2000 nur? Nö. Okay, sie hauen auch wieder ab. So. Tredian. Graf Tredian hat jetzt die Marschallschaft.
Oh, wenn dir die Steuern im Braven eintreibt, wird die gestört. Eine große Gruppe wütender Städtler marschiert unter Wutgeschrei über die exorbitanten Steuern herbei und schwenken dabei Fackeln und Waffen. Es scheint, sie wollen mit euch die Klingen kreuzen. Oh, sind die niedlich. Hey, es gibt Steuern. Jeder Stadtmensch muss Steuern ein Ding. Und wenn ihr da nicht zufrieden seid, bekommt ihr eins auf die Mütze. Was ist denn da? Wir nur drei gegen so viele. Ja, okay. Müssen wir Haus hoch überlegen wahrscheinlich. Okay, wir haben keine Kampfgeräusche. Wieso nicht? So. So, gewonnen. Oh, knapp, aber. Ah, da ist noch einer. Rolf, du bist der Beste. Komm, du schaffst es. Komm, Rolf. Komm, du schaffst es. So, ja, Chimera zum Beispiel, mega schwach. Euer schnelles Handeln und euer starker Arm haben die Revolte erfolgreich niedergeschlagen. Sicherlich wird jeder, der sich gegen euch auflehnen will, sich hier noch einen besseren Wissen. Sehr schön. So, wieso haben wir keine Kampfgeräusche gehabt? Ist das auch wieder ein Bug? Das Handelsabkommen zwischen Großfürstentum der Wege und Republik Rodoch wurde nach Ablauf des Vertrags in einen Nicht-Angriffspakt geändert. Gut. Und das ist auch wieder eine. 5200. Geht zur Burg. Der König ist nicht hier, okay. Wer ist das? Der Kleis. Wo ist denn der König? Kurz in die Schenke gehen. Okay, wir haben das Spiel wirklich langsam. Wie sagt man dem? Wenn alles Bugs kommen. König Halos ist hier. Okay, das haben wir jetzt schon geschafft. Halos. Ich möchte gerne da. Gut gemacht, Monika Basel. Wirklich sehr gut. Ihr wart wahrlich die richtige Person für den Auftrag. Ich versprach euch den fünften der Steuern, welche 1060 Dinar beträgt. Wenn ihr mir 4238 Dinar gebt, so möchtet ihr die Differenz behalten. Ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten, nicht wahr? Gut. Aufgaben? Nein, ich kann keine Rodok-Milizen. Da habe ich halt wieder einen Minus bei dir von mir aus. Diese scheiß Quest gehen mir am Arsch vorbei. So, ich möchte gerne mit dem Gildenmeister reden. Auf da. Nein, ich will keine Banditen. Ah, es gibt immer nur die gleichen scheiß Quests. Ah. Dann gehe ich halt wieder nach Suno. Oder suchen wir mal das Banditenlager. Irgendwo ist sicher das Banditenlager. Das ist einer der Kopfgeldjäger, ja. Das müsste man doch besser bekommen, wenn wir mehr Sichtweite haben. Kelradian. Ah, jetzt greifen sie dort noch an. Ihr seid so blöd, Nords. Habt ihr noch nicht genug Verluste gehabt? Wo ist jetzt der? Da ist er. Hinter dem Wald. Mit den 40 Ecken. Haben wir unseren Trupp gefunden. Ich möchte gerne dies finden, aber... Okay, ein mittlerer Feindtrupp. Das ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir mal dorthin gehen und ihnen helfen. Das ist ein Kopfgeldjäger. Ach, mach mal per Krieg weg mit Rodok. Das ist so am Arsch, ey. Okay, sie sind wieder weg. Ja, das ist nicht so gut, wenn wir so viele angreifen.
Ich habe in einem Schildtor gekämpft und gut daran getan, aber eure Anführerschaft ist nicht immer nach meinem Geschmack. Und außerdem habe ich eine andere Aufgabe. Ich werde meinen Kriegsbeutel nehmen. Von mir, geh weg. Ah. Greift mal die Banditen an hier. Kommt schon, greift sie an. Wir greifen jetzt die an. Geht zum Schlachtfeld und taktisch kämpfen. Da hoch. So, Bogen raus. Und angreifen. Dort drüben kommen sie. Ah, wieso schieße ich immer so schlecht? So, jetzt. Angreifen, ob schnell. Angreifen. Oh, haben wir schon gute Truppen. Seht an, die haben schon Kettenpanzer. So, zwei getötet. Der Huskeil ist bewusstlos. Hm. Drei getötet. Also sicher fünf oder sechs haben wir getötet. Sehr schön. Ja, eine Huskeil verwundet. Chimera ist verwundet. Mal Banditen mitnehmen. Sehr schön, Zeit haben wir auch noch. Eine Lohnklinge, gut. Borcher. Jagdbogen stark, 19. Das ist ja mega schwach. Ja, von mir aus. Kreuzritter, Zugschwert. Was? Kreuz? Kreuzzugslangschwert, okay. Mhm. Gleffe, wer was, aber das ist lang, Stangenwaffe, das ist nicht so gut. So. Und die anderen müssen wir jetzt auch noch angreifen. Einzelne können wir sie gut besiegen. So, das reicht. Toll, nochmals Beförderung. Eine Jägerin. Britne Scharfschützin, Komat, Gulam und Borcha müssen wir noch. Du musst Intelligenz haben. Dann machen wir mal Aufklärung. Ja. Und die Kartengeschwindigkeit hoch. So. Und hier, du bist der Nahkämpfer, gut, das haben wir auch geschafft. Charaktere, ich habe nochmals ein paar Punkte. So. Also die, könnten wir noch angreifen kurz. Die haben nicht auch viele, Gefangene. So, geht zum Schlachtfeld. Sehr schön, also die schaffen wir auch noch. So, schauen wir mal, wo sie sind. Oh, gerade gleich getötet. Oh. Angreifen. Ah,
Oh, zwei getötete. Sehr schön. Mann, ich hasse dieses Schwert. So kann ich besser kämpfen. Viel besser. So. Seht ihr, so kämpft man. Mit zwei Hand kann man einfach viel besser kämpfen. So, Krawanmeister. Es sind immer noch die ganz Schwachen, die ich nicht hochstufe oder nicht hochstufen kann, weil sie zu wenig Kills machen. Die können getrost sterben, dann ist unser Trupp auch nicht so groß. Wir wollen lieber schneller sein. So. Ach, da hinten ist einer. Und hier ist der fliegende Köche. Schaut euch das mal an. Der fliegende, coole Köche, Mann. Folgen. So. Eure Verluste. Krawanmeister, Jungfrau, Nordhuska, der ist ein bisschen... Okay, die sind nicht mehr so gut. Egal. Naja, egal. Kopfgeldjäger. Ah, die haben einen Kopfgeldjäger angegriffen. Trupp. So. Dann schauen wir hier mal. Wir werden jetzt mal die nach oben tun. Ja. Wir werden... Nein, wir werden die nach unten tun. 31, das ist besser. Nehmen wir eine schöne. Ja, dann nehmen wir das rote. So. Und die Sachen hier. Ah, die können wir noch verkaufen. Ich mach's nicht zusammen. So. Ja gut, den Rest brauchen wir nicht. Sehr schön. Ah, da haben wir recht viele Sachen. Zum Beispiel Beinkleider, nur Beinkleider. So. Einige Soldaten können befördert werden. Nordkusar. Dann hier. Ja. Sie ist Kämpferin, also Eisenschwarte. Nahkampf. Sehr schön. Und Manit ist... Das ist ja der, der nicht so beliebt ist. Dann machen wir auch auf Eisenschwarte. Gut. So, sonst haben wir nichts mehr. Von mir aus. Ich möchte gerne wieder an einem Turnier mitmachen. Also nächste Planung ist so, Turnier machen, Banditen auslöschen und bei Suna ein bisschen Bekanntheit bekommen. Ja. Also im Test ging es viel schlimmer, da haben sie Suna eingenommen. Hier im Let's Play haben sie ja Pram, wollten sie einnehmen, haben es nicht geschafft. Dank mir. Und ja, also, ja, hat leider ein bisschen Bug für euch gerade im Moment, aber ich denke, alle Bugs sind jetzt einfach mal zu mir gekommen und haben genervt, aber das Spiel müsste eigentlich nicht so für Bug für euch sein, vor allem Mod nicht. Mod hat schon recht viel Bugs rausgehämmert. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal, tschüssi!